Bitte. Okay, dann darf ich vielleicht weiterfahren. Ich habe mich zumindest der Caroline kurz vorgestellt. Das sehen wir jetzt eh da. Das ist bei der Waldferienwoche im Wienerwald. Da seht ihr, das ist so quasi einer meiner Hauptjobs, Gott sei Dank, Exkursionen mit Alt und Jung, also sogenannte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei den österreichischen Bundesforsten im Forstbetrieb Wienerwald. Ich betreue aber auch eine sogenannte mobile Waldschule, das Wildlife Mobil. Das ist also ein Anhänger mit Präparaten und einer kleinen Bibliothek über 60 verschiedene Gehölze, so 20 Zentimeter hoch. Und da komme ich auch österreichweit herum sozusagen. Ja. Dann schaue ich gleich einmal weiter. Darf ich kurz einhaken, ja. Jemand? Ja, sollten bitte. Irgendwelche Fragen sein? Ich betreue den Chat. Ich mache auch eine Teilnehmerliste. Also bitte, wie vorher, Vorname, Nachname, Nebensbild, bitte, dass ich das abhaken kann. Und sollten irgendwelche technischen Fragen sein, kann ich gern in Support anrufen. Clemens. Super, ja. Momentan schaut es jetzt eh gut aus. Die Uhrzeit müssen wir dann auch beachten, gell? Die Pause. Genau. Aber ich wäre sozusagen, wenn es euch nichts, ich glaube, wir können nicht beim Waldpädagogischen oder du sein, wenn es euch nicht stört. Wäre es, glaube ich, sympathischer, wenn ich euch duze. Habt ihr ja kein Problem, hoffentlich. Ja. Genau, das habe ich schon kurz besprochen, dann können wir weitergehen, was uns erwartet, die allgemeinen Waldings, was da vielleicht interessant ist, Fakten zu Österreich, dass 300.000 Menschen in Österreich vom Wald leben. Einkommen direkt aus Forst- und Holzwirtschaft, da werden wir nachher vielleicht noch zurückkommen. Und unten auch allgemein, es gibt ca. 65 Baumarten in Österreich, die Fichte ist die häufigste Baumart und nimmt oder muss zugunsten anderer Baumarten, zugunsten von Mischwäldern abnehmen, aber das werden wir eh gleich sehen. Ich werde jetzt so allgemeine Sachen eher überspringen und dann vielleicht in das Konkretere gehen, weil wir ja jetzt sehr viel Zeit leider verloren haben. Uli, wie macht man das, wenn es Fragen gibt? Grundsätzlich würde ich gern, checkst du das bitte, wenn wer aufzeigt, dass man dann, also wir können es mir da gern unterbrechen, irgendwo, wo es eine konkrete Frage gibt. Ja, bei dem nächsten möchte ich nur ganz kurz zeigen, was das Problem ist unserer letzten Jahre. Machen wir das mit dem Laserpointer. So, da sieht man, dass das eigentlich in den 90er Jahren das letzte Mal der Fall war, dass das auch ein kälteres Jahr mal war. Weil so hat es immer heiße, trockene Jahre gegeben, aber dann auch wieder kältere Jahre, wo sich das dann in Summe ausgeglichen hat. Und das Problem, was wir jetzt haben, ab 2000 ist, dass das immer trockene Jahre gegeben hat und nie irgendwie ausgleichende, schlechte, also feuchtere oder kältere Jahre. Das ist ein großes Problem. Ich werde dann nachher sehen wir ein Foto vom Borkenkäfer, wo eine Kollegin von mir das im Februar schon gemacht hat, wo der aktiv war. Also in dem Sinn ein Wahnsinn. Allgemein nicht nur der Niederschlag, der weniger ist, sondern das, wann dann Niederschlag ist, die Starkregenereignisse, also das Katastrophalere, dass dann der Boden nichts mehr aufnehmen kann, aber das habt ihr ja selber auch im Laufe der Jahre mitkriegt, leider. So, welche Funktionen soll der Wald in Zukunft erfüllen? Da möchte ich dazu sagen, sind sozusagen von uns, unsere Ziele, vom Menschen, Funktionen, die wir uns wünschen und Ziele, die wir eben uns überlegt haben, aber nicht der Wald hat in dem Sinn keine Ziele. Jeder Baum will sie durchsetzen, vermehren, aber ist die Schutzfunktion irgendwo oder die Erholungsfunktion, das sind alles menschliche Ziele. Gerade das, was da liegt, wäre halt was, dass wenn man Holz vor unserer Haustür geerntet, verwendet,
wäre halt ein wunderbarer CO2-Speicher, nicht als Brennholz, sondern wirklich über Jahrzehnte oder wie es früher war, über Jahrhunderte eingebaut als CO2-Speicher. Da sieht man auch, dass unterschiedliche Baumarten liegen für unterschiedliche Verwendungszwecke. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute bei euch dabei sind, eher weniger, was ich gesehen habe aus dem Gebirge. Ich werde dann mehr als Beispiele aus dem Wienerwald bringen. Da sieht man jetzt markante Schutzfunktion. Das war jetzt der Fichtenwald, der dann aber auch dort links natürlich ist. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt eben natürliche Fichtenwälder eben im Bergland. Und rechts dann Zirbe, wer es vielleicht von Weitem erkennt. Wie schnell die jetzt dann nach oben steigt, weil manche sagen ja super, wenn der Gletscher weggeht, dann kann ja der Wald nach oben rücken, wird sicher sein. Das Problem ist nur die Temperaturen, der Anstieg, da kennen die Bäume mit ihren Generationen, nur dazu in Hochgebirge, nicht so schnell hinten nach. Erholungsfunktion ist für uns alle wichtig, aber ist natürlich auch ein Konflikt. Nicht? Wenn du manchmal einen Wald hochbringen willst, der vielleicht resistenter ist und das in stark genutzten von Freizeit mit einer starken Freizeitnutzung, gerade Wienerwald oder sonst irgendwo in stark touristischen Gebieten, kann das leider dann sich mit der Schutzfunktion ein bisschen Probleme ergeben. Die Wohlfahrtsfunktion, da sieht man schön, das wäre jetzt ein Baumort, das sind Erlen und da habe ich gerade einmal vor kurzem von einem Kollegen gehört, wie wichtig das ist, dass gerade im Zuge der Klimaerwärmung für Fischarten zum Beispiel ein bachbegleitende Baumbestände wichtig sind. Das ist oft sieht man Bachel in einer ausgeräumten Landschaft, wo Siedlungen Felder und Äcker direkt bis zum Bach hingehen und nicht mehr die begleitenden Bruchwälder heißen sie oder vielleicht sogar Auwälder. Das ist, allein Bäume können die Wassertemperatur und dann auch somit bestimmte Fischarten schützen, die mit wärmeren Wassertemperaturen Probleme bekommen, haben wir als Beispiel die Bachforelle. So, an und für sich im Forstgesetz gibt es vier Funktionen des Waldes. Da haben wir noch so quasi extra eine eingefügte Lebensraumfunktion. Das ist jetzt aus nichtmenschlicher Sicht sozusagen. Es gibt sehr viele Arten, die direkt eben von Totholz zum Beispiel leben oder reine Waldarten sind oder Waldrandarten. Einer der seltensten Spechte, das ist jetzt der Buntspecht, der wäre es nicht, aber der Weißrückenspecht, der braucht wirklich ganz naturnahe Wälder. Da kommen wir jetzt eh gleich dazu bei einer Karte. Ja, das wäre der Biosphärenpark Wienerwald, in dem ich arbeite. Da sieht man schön. Entschuldigung. Ja, bitte. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber sollen wir eine Präsentation sehen oder eh nicht? Seht ihr die Präsentation nicht? Sie sollte zum Sehen sein. Ich sehe keine Präsentation. Ich sehe schon eine. Okay. Ich sehe auch eine Präsentation. Ich sehe das Bild des Biosphärenparks Wienerwald und da steht die Überschrift darüber. Ja, okay. Gut. Na, danke. Passt. Claudia, okay, ja. Also jeder sollte jetzt das Bild Biosphärenpark Wienerwald sehen, gell? Ja, genau. Die Luftaufnahme, gell? Okay. Ja. Ist jetzt alles in Ordnung? Super, danke. Sehr gut. Ja, mag jemand von euch dazu was sagen? Wie gefällt euch das aus der Luftbild bezüglich auf Klima? Seht ihr da irgendwo, wie gefällt euch das für die Zukunft? Es wird wärmer, es gibt mehr Stürme, es gibt unregelmäßigere Niederschläge und so weiter. Man sieht,
Ja, ja, man sieht einfach, wie die Häuser zurück, den Wald irgendwie zurückdrängen. Also da hat man irgendwie so das Gefühl, als würde er, ja, würde irgendwie ein bisschen beschnitten werden. Und er hat natürlich die Schutzfunktion eben aufgrund der thematischen Anforderungen auch hier abzufedern. Ja, Stürme, Regen und so weiter, hier eine gewisse Schutzfunktion einzunehmen. Und ich finde, das ist ein besonders gutes Bild, das sich hier darstellt, ja. Ja, ich werde nachher ein paar Bilder zeigen, mit wo ich euch bitte, dass ihr euch überlegt, Ampelrot oder Grün oder Gelb mit Ampelsystem. Das würde ich jetzt da auch gern machen. Wie würdet ihr das Bild aus der Sicht sehen? Ist das, ist jetzt fast so ein Schlagwort, ist diese Landschaft irgendwo klimafit für ein künftiges Klima, was Trockenmeerkatastrophen, Trockenheit etc., um es überspitzt zu sagen, standhalten kann? Wie würdest du das so sagen? Wenn man das jetzt zum Beispiel, ich denke auch, wenn viele Pädagoginnen und Pädagogen sind, beurteilen. Der Wald schaut ein bisschen aus, als wären das so Monokulturstreifen. Genau, das da hinten, ja. Aber man sieht schon, dass. Genau, okay. Man sieht also links schon. Ist die Fichtenmonokultur und genau, das ist sehr eindeutig. Rechts, finde ich, ist er sehr in Ordnung. Genau. Ausgärten, Streuobstwiesen, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall artenreich, allein wenn man sieht, da blühen gerade Bäume und allein an der Farbe sieht man, dass ich da mindestens 10 verschiedene Baumarten habe. Die Monokultur ist eh in Reihe und Glied und ist, sage ich da jetzt einmal, Gott sei Dank eingezwickt. Also das ist jetzt nicht so, dass der Wind da reinfahren kann. Also da hat sich wahrscheinlich der Bauer, dem der Wald gehört oder was, haben sie da fast schon Gedanken gemacht. Es ist großteils sicher ein Waldsaum. Also man sieht nicht eine irgendwie die Baumstämme. Es kann der Wind und die Trockenheit nicht irgendwie in den Wald hineingreifen, teilweise da am Rand zur Wiesen, sondern das ist auch, also an und für sich finde ich eine positive, eine artenreiche Landschaft. Ja. Aber man sieht schon das Richtige, das Eck da drinnen. Da, wo es in Zukunft, und wenn da der Käfer natürlich reinkommt, nicht, der kann da das. Ist eine Landschaft im Wienerwald, wo wenig Schnee liegt, da kann wirklich schon im Februar der Borkenkäfer dann schon aktiv werden. In diesem Stück, Gott sei Dank nur in dem einen Stück. Gell. Ja, schauen wir weiter. Ein bisschen. Genau, das wäre jetzt allgemein auf den Wienerwald bezogen, was toll ist bezüglich Artenvielfalt und für Zukunft, Klima, Fitness, dass man sagt, man hat viele Arten. Es gibt im Wienerwald 33 unterschiedliche Waldtypen und die sind teilweise abgebildet auch in den über 30 Kernzonen. Ja, das sind sozusagen Naturschutzgebiete im Biosphärenpark. Da sieht man das. Die Grünen, die dunkelgrünen Flecken, das sind 5% vom gesamten Wienerwald oder eben jetzt Biosphärenpark Wienerwald. Das ist eben die eine Verpflichtung gewesen, dass ein Biosphärenpark wird, ist, dass man eben einen gewissen Prozentsatz in von Wäldern außer Nutzung stellt. Und das ist genau in diesen, das sind recht kleine Flecken und dann auch wieder große Flecken. Und die sind deswegen so interessant verteilt, weil es eben nicht nur ein reiner Buchenwald sein sollte, sondern auch Schwarzkiefernwälder eben im südlichen Wienerwald, unterschiedliche Waldtypen. Ja, da sieht man jetzt das, was wir eh unten gehabt haben. Das ist das, was sozusagen diese Monokultur, die wir da in dem Bild gehabt haben, erwarten kann. Wenn mehr Stress herrscht, sprich im Stress, die Bäume gestresst sind, die Fichte ist dort nicht natürlicher. Das ist auch wichtig. Nicht? Man sieht, was natürlich ist, hat man eher am Bild gesehen, also ein Laubmischwald und eigentlich da sogar fast ein reiner Laubmischwald. Heißt nicht, dass man da auch, wenn man da jetzt die Fichte einmal aberntet oder was, dass man dann andere Nadelbaumarten einbringen kann, nicht? Als Kultur in dem Luftbild. Welche Klimaverhältnisse erwarten uns im Biosphärenpark Wienerwald? Ja, also das weniger Schnee, weniger Niederschlag, dann waren Niederschlag-Ereignisse eben auch wieder
mit Windbrüchen oder Schneebrüchen, dann liegt wieder ein nasser Schnee, wo dann die ganzen Äste runterbrechen. Da hat eine Kollegin super Zeichnung gemacht, die Patricia Lechner, wo innerhalb von einem Baum dargestellt wird, was sozusagen ein Beispiel des Wienerwaldes, das kann man natürlich allgemein auf ganz Österreich auch umlegen, was die Eigenschaften wären, damit der Wald in Zukunft die Veränderungen besteht. Das ist eben anpassungsfähig, sturmfest. Moment mal. Hallo, könnt ihr mich noch hören? Ah, okay. Ja. Ja. Da mit dazu geschrieben, resistent ist das eine, also widerstandsfähig und resilient, das heißt anpassungsfähig ist wichtig. In den einzelnen trockenheitstolerant, ja, wie gesagt, eine Art wäre zu nennen die Eiche, auch die Kiefer, da komme ich dann später eh noch in konkreten Bildern dazu. Hitzetolerant, ja, das sind dann schon speziellere Arten, aber nur am Beispiel des Wienerwaldes gibt es im Südosten, also oder ganz im Osten des Wienerwaldes oder überhaupt im Osten Österreichs, wo mediterrane und submediterrane und pannonisches Klima kommt, gibt es schon seit ewigen Zeiten Baumarten, die das aushalten. Also zum Beispiel eine Eichenart, eigene, die Zehreiche, die ist trockenheitsertragender. Ist halt leider, bei manchen sind es halt keine Wirtschaftsbaumarten. Das ist immer so quasi der Spagat, den man bestehen muss. Nicht? Wie weit kann ich denn die Bäume verkaufen und wie weit haben sie dann nur die Schutzfunktion? So, jetzt hätte ich kurz ein Video für euch. Das haben die Bayerischen Staatsforste gemacht, nur vielleicht da, um zu zeigen, was da noch ein großer Teil unserer Bevölkerung irgendwo denkt und wie so quasi wir lassen den Wald irgendwie, wir lassen Naturverjüngung zu und setzen nicht wie früher Monokulturen, die einen Sinn gehabt haben, weil die Fichte halt gebraucht wurde. Auf jeder Baustelle in Österreich ist Fichte nach wie vor das beste Holz, das man verwendet. So. Machen Sie das einmal an, bitte. Zerfix dich, zeig's da übereinander. Sie sind's. Sie kommen mal gerade recht. Mir tut alles weh. Warum? Weil es mich da drüber kadert über so einen geschissenen Baum, über so ein Totholz, so ein Deppert. Ein anständiger Baum, der steht da oder er ist im Sägewerk. Aber der flackt nicht so saudum umeinander. Sag mal, da rennst gescheit her über Artenerhaltung und Käfer und Würmer und Zeige und Klumpen und geben nicht zu, dass bloß zu faul sind zum Zusammenräumen. Und mich haut's dann wieder drüber über den Dschungel, den Fauligen. Was bringt uns das ganze Naturverjüngungszeugs? In den vollkommen vermischten Mischwald, das bringt's uns. Wo man dann gar nicht mehr weiß, wo die ganzen Tannen und Buchen und Kiefern und Klumpen umeinander stehen. Einen verwurstelt wie bei Sodom und Gomorra. Nicht wie es gehört. Da Fichten und da Fichten und da Fichten. Ein Zaum drumherum. Und der Ruhe ist. Wow. Dann haben sie sich noch ganz besondere Sachen einfallen lassen, wo du rot wärst als anständiger Steuerzahler. Natürliche Besamung. Ja, pfui Teufel. Natürliche Besamung. Da. Ja, glaubst du, ich fahr gar nichts. Da muss ja jeder Baum mit jedem Baum dreinkommen, gerade wie es einem passt. Ja, sag einmal. Dann wollen sie einen Bergwald auch noch haben und einen Schutzwald. Ja, vor was soll denn so ein Wald schützen? Hä? Selber treibt das ungeschützt mit alles, was nicht bei drei am Baum ist und wah! Ich war halt jetzt rot, wenn ich nicht vor lauter Schammer, wenn ich nicht schon vor lauter Wut war über die Bagage, die sich so ein Krampf ausdenkt. Das ist nicht mehr mein Wald. Nicht mehr ist das mein Wald überhaupt. Mein Wald, dein Wald, unser Wald. Bayerische Staatsforsten. So, könnt ihr mal wieder hören? Sehr gut. Wie wäre was zu dem Film, bayerisch, ein spezieller Film, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz witzig. Ich habe immer wieder auch mit Leuten zu tun, die gerade im Nationalpark schimpfen, was das Ganze da so, dass Totholz herumliegt, Totholz steht, was das für Verschwendung von Steuergeldern ist, ganz kurz gesprochen. Es gibt die Frage, ob man das online auch einsehen kann, den Film.
Na, jetzt nicht dieser Jude, na. Okay. Haben nicht Alex oder wie? Oh ja, aber ob man sie den selbst downloaden kann oder ob das ein YouTube-Video ist. Ach so, ja, das ist ein ganz normales YouTube-Video. Ja. Danke. Ja, da genau. Ja, das war meine Frage, weil meine Studierenden, da macht es natürlich Sinn, wenn man ihnen so kurze Inspirationsfilmchen zeigt. Ich finde den ganz toll, auch in Bezug dann zum Auwald, ja, Totholz und ja. Ja, es sind da noch, das habe ich jetzt weggedruckt, weil man dachte, das ist verwirrend, aber da gibt es noch unzählige, wenn man da eingeht. Das ist der Grantler, glaube ich, heißt der, ja. So, warte mal, ich gehe da mal zurück. Ja, da sieht man es jetzt, wie der Titel heißt, aber da gibt es auch noch ganz andere lässige Filme, wo es genauso mit dem Schmäh, aber ich denke, das, wenn man es auf die Art und Weise bringt, und da kann man jetzt auch sprechen, warum stolpert der da wo drüber oder ja, also ich finde das, der Humor mit der Überspitzung ganz, ganz, ganz nett, auch glaube ich, für ältere Schüler zum Verwenden. Ne? Wie das du gesagt hast, ja. So. Entschuldigung, nächstes Bild. Jetzt hätte ich ganz im Konkreten Beispiele aus dem Wienerwald. Da darf ich euch jetzt fragen, jetzt hätte ich gerne das Ampelspiel ein bisschen gemacht mit euch. Wie euch das gefällt? Ist das was, wo ihr sagt, puh, bei den Klimaprognosen und weitere Sachen, die auf uns zukommen können, ist das was Fittes, um das Wort zu verwenden, klimafit für die Zukunft, oder was sagt ihr da dazu? Da lasse ich euch jetzt ein bisschen Zeit und dann machen wir die Auflösung, was ich immer gedacht habe, was für Ampelfarbe, also die meine Ampelfarbe kommt dann kurz als nächste Folie. Schauen wir, ob wer was mag, irgendwer was dazu sagen, zu dem Bild. Man sieht kein Bild. Also ich sehe zumindest kein Bild. Ich sehe auch kein Bild. Ah, jetzt passt es, oder? Sehr gut. Danke. Entschuldigung, jetzt passt es, oder? Ja, jetzt sieht man es. Entschuldigung, jetzt habe ich mir gedacht, warum dauert es jetzt? Selber schuld, Entschuldigung. Das ist eben aus dem Wienerwald, wo es ein bisschen höher ist, also Richtung Schöpfel, wer das kennt. Sollen die Teilnehmer in den Chat schreiben oder heißt das gerne als Wortmeldung? Wie machen wir es am besten? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es gern zusammenfassen dann vom. Ja, machen wir es so bitte, ja. Okay. Dann lassen wir jetzt noch ein bisschen Zeit und dann mache ich die Auflösung, ja? Vielleicht. Okay, ich glaube also jetzt. Ich fasse einmal zusammen, was im Chat gerade passiert. Also die meisten sagen grün, Ampelfarbe grün. Artenreicher Wald, nicht schlecht. Schaut gut aus, Bäume verschiedener Größe und Arten. Mischwald mit gelungener Zusammensetzung. Mhm. Wieder die Meinung grün. Ja, super. Dann mache ich die Auflösung, gell? Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Haben wir schon. Ja, super. Ihr seid ja Spezialisten. So, jetzt ist ja fast lustig, was ihr beim nächsten Bild sagt. Achtung. Brauchen wir, glaube ich, nicht so lange warten, gell? Rot? Ja. Eine Wortmeldung. Kein, rot, brauchen wir nicht, rot, brauchen rot. Wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Gell? So ähnlich schaut es da drinnen aus, in dem einen Eck da auf dem Luftbild. So, nächstes. Harvester ist die Frage. Rot. Mhm. Gelb. Rot. Gelb. Gelb, rot? Ja, also total super, gelb, ja. Die Frage, ob es Harvester ist, denke ich gar nicht, also das Problem, ja, sondern ich habe zumindest ein paar Baumarten, die Baumartenvielfalt wäre gegeben, eh so ähnlich wie dort, aber was uns da fehlt, ist die Struktur, die sind alle gleich alt und vor allem gleich dünn.
ja, das sind, wenn man so will, so will das jetzt Schülern ja sagen, ja, rechte Soulette-Stangen, also wenn da Eis, Schnee drauf hängt, das kann sehr leicht gebrochen werden. Da, man sieht da auch die Zukunftsbäume, die man markiert hat, die Kirsche drunter, wer es vielleicht erkannt hat. Ja, Kirsche ist ein super Baumart, ist jetzt aber auch dann nicht die am tiefsten wurzelt. Aber sind wir mal froh, dass das sozusagen ein Baumart zusätzlich dabei ist. Die Frage so, ist, ob die alle gleichzeitig gesetzt wurden. Ob die das gleiche Alter haben. Die sind schon, die haben schon das gleiche Alter, ja. Bis auf die Kirschen ist sicher nicht gesetzt worden. Die ist dazwischen aufgekommen, wie das eine Freifläche war, ist die durch Fegel dazugekommen. Ja. So. Nächstes Bild. Was sagt ihr zu dem? Rot, 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 gelb. Ja, ich mache jetzt gleich die Auflösung. Gelb, was da interessant ist, das war, da ist die Buche zusammengebrochen und da hat man relativ schnell dann drauf reagiert. Also das war ein Windwurf von der Buche und da hat man dann recht schnell, ich weiß nicht, wer es kennt, Douglasien gesetzt. Da kann man jetzt natürlich auch diskutieren. Dass da jetzt ein Birken dazwischen ist, ist schön, aber nicht einmal extra, das ist von selber aufgekommen. Da bin ich jetzt froh, dass es dabei ist, aber man hat da, warum gelb aus meiner Sicht? Weil die Douglasie auf so einer Fläche zumindest in Zukunft eine trockenresistente Baumart ist, die halbwegs auch tief wurzelt und ja. Das ist deswegen gelb und nicht rot aus meiner Sicht. Die hat man da gepflanzt. Ja. Das ist jetzt ein Nachbar, direkt in direkter Nachbarschaft der Platz. Was sagt ihr da dazu? Grün. Mhm. Ja, grün. Grün. Okay, grün. Sehr gut. Grün deshalb auch, ich habe die Baumarten, häufig so eine Baumartenmischung, unten sieht man einen Lärchenüberhälter und damit sozusagen nicht nur die Buche kommt, die halt ein Problem dann in Zukunft mit Trockenheit haben wird und hat man eben auch extra Lärchen, da in dem Fall ist ein Fichten auch noch dabei, aber die Kiefer sozusagen rausgeschnitten. Das ist das Bild, was uns da direkt vorne ergibt. Unten hat man die Buche eh bürstendick sozusagen. Ja, das ist jetzt für den Wienerwald, aber das kann man für vieles anlegen. Die zukünftige Welt besteht aus Mischwellen unterschiedlicher Baumarten, weist dann hohen, trockenen und hitzetolerante Baumarten auf. Da wäre eben die Douglasie eben auch eine Art dabei, fremdländische zwar, aber kann uns helfen, weil es immer Wirtschaftsbaumort ist, also ein Holz hat, das man verkaufen kann sozusagen, wertvolles Holz hat und ja, was auch ganz wichtig ist, was ich da stehen habe, Naturverjüngung, man hat früher viel mehr gepflanzt, wie die Bundesforste selber schauen jetzt, dass man wesentlich mehr, wenn es geht, Natur verjüngen lässt, ja, weil es halt auch genetisch besser ist. Da sind die Bäume schon angepasst an das Klima, kommen nicht von einem Pflanzgarten, auch wenn alles sozusagen vorbildlich wäre aus der Nähe oder vom richtigen Wuchsbezirk und so weiter. Aber das ist halt ein wichtiger Punkt. Ja. Und das Mehrschichtige haben wir eh schon gesehen in den Beispielen. Bringe ich vielleicht jetzt noch ein paar andere Beispiele. Wie das so ausschaut, das gefällt euch sicher. Was haben wir da? Da haben wir, das ist jetzt kein Ampelspiel mehr, aber wir können es gerne, wenn wer Kommentare hat, was dazu sagen. Da habe ich jetzt eine Baumart, die wichtig ist, die Eiche. Die Eiche wurzelt tief, die Eiche ist
trockenheitsertragend und da schaut man, dass man, wo es geht, Eiche hochbringt. Auch klar ist leider, nicht, die Eiche kann ich halt nicht auf Baustellen, für viele Bereiche kann ich halt das Eichenholz nicht gebrauchen. Wenn uns da ein Baumort ausfällt, habe ich noch eine Hainbuche, sieht man da, und habe ich auch noch die Rotbuche dabei. Es gibt eine Frage, warum auf Douglasie gesetzt wird und nicht nur auf heimische Baumarten? Ja, weil wie soll man sagen, rein vom Forstgesetz darf man's, verwendet man es, und sie ist ja schon über 100 Jahre bei uns eigentlich schon, im Vergleich zu anderen, die Weimutskiefer, die Strobe hat man vor 150 Jahren auch verwendet. Und die hat aber Schädlinge gehabt, die waren nicht das, was man erhofft und erwartet hat. Und die Douglasie ist eben eine Baumart, die einiges aushält und vom Nutzen her, ähnlich wie Lärchenholz, Kiefernholz, auch in Zukunft verkauft werden kann. Also es wäre eine Nutzholzart. Ja. So kann man es kurz umschreiben. Ja. In einem reinen Naturwald sagt man, nein, braucht man es nicht, aber das wäre jetzt wirklich eine Wirtschaftswaldbaumart mehr. Ja. Wäre auch falsch, wenn man jetzt nur überall die Douglasie dabei hat. Ja. Oder nur auf Douglasie setzt. Also auf eine Baumart zu setzen wäre sowieso schlecht. Ja. Im Waldviertel gibt es auch Douglasien und sie wird eben im Vergleich zur Fichte, ist sie eben sturmresistenter und auch trockenheitsertragender. Ne? So könnte man sagen. Ich selber habe auch nicht reine Freude, aber man wird wahrscheinlich auch froh sein. Und sie ist auch in dem Sinne auch nicht jetzt oder noch keine invasive Baumart, die Probleme macht irgendwo, dass sie von selber so andere Arten dann verdrängt. Ja. Danke. Da haben wir jetzt eben zum Beispiel, so schaut der Douglasie rechts aus, wenn sie 80 Jahre aufwärts ist. Die Eiche, also das wären jetzt zwei so Beispiele, drei so Beispiele von Baumarten, zwei heimische, die links ist eben die Tanne eben auch dabei. Die Tanne ist ein Pfahlwurzler, im Gegensatz zur Fichte, die flach wurzelt und kann eben aus tieferen Schichten Wasser bringen. Und wenn es zum Beispiel lehmiger oder irgendwie ist, nachher steht die sicherer da, wo die Fichte geschmissen wird bei einem Sturmereignis. Ja, Kiefer ist auch ein super Baumort, hat aber halt dann leider das Problem, also die Wald- oder Rotkiefer ist da gemeint, dass sie, wie hat eine Kollegin von mir mal gesagt, das ist so quasi die Prinzessin oder die Sissi unter den Baumarten. Also die hat immer wieder ein Pilzproblem kann die kriegen und auch Borkenkäfer. Aber wie man schon sieht, ja, es ist Lärche wäre auch noch ein Thema, also österreichweit auf jeden Fall. Im Wienerwald kommt die Lärche schon an ihre Grenzen, weil die braucht es doch ein bisschen frischer. Aber sie wäre ein Baumort, die was aushält, was zumindest Sturm betrifft. Ja. Ja, auch wieder ein Beispiel, Struktur ist wichtig, dass eben Unterschied nicht nur eine Baum, eine Altersklasse habe, sondern schon, da habe ich schon die nächsten Generationen, die warten, die da sind, wann was passieren sollte. Das ist auch mehrschichtige Wälder. Inzwischen kann man ja Gott sei Dank mit Spezialmaschinen auch da schon so ernten, also in dem linken Bild, dass das kein Problem ist. Also dass ich nicht da die Jugend, die da steht, kaputt mache. Das ist der Grund, warum halt auch Buchenwälder, warum das früher einfacher war, ne? Dass man einen gleichaltrigen Bestand hat. Wie eben rechts so eine Buchenhalle. Ja, da sieht man, da kommt zum Beispiel die Kiefer von selber auf. Da ist die Kiefer
Aber nicht nur alleine, da hat man in der Ecken hat man überhaupt 13 Baumarten in der Naturverjüngung gehabt. Was da jetzt wichtig ist, wenn ich da zum Beispiel bei Eiche A drinnen habe, da würde man wirklich auflichten, dass eben die Eiche A kriegt. Ja. Die Buche ist sowieso da muss man dann teilweise irgendwie relativ energisch eingreifen, wenn ich eine andere Baumart haben will. So wie hier, dass da eine Eiche gibt, hat ja, erstens ein Mast, ja, aber zweitens auch, man hat da ziemlich, wie man sieht, ziemlich aufgelichtet. Ja. Und man sagt, um Gottes Willen, was war das für ein Eingriff? Aber so ein Eingriff hat dann auch was bewirkt zur richtigen Zeit, zu einem Eichenmast, ja. Da ist es halt dann wirklich gut, wenn du sozusagen Förster hast, die das Handwerk verstehen. Hier zum Beispiel ist das Gleiche, da hat man hinten Eichen markiert, Zukunftsbäume, und da muss man dann auch, da hat man hinten das Freie aufgemacht, damit sie die Eiche verjüngen kann. Im vorderen Bereich, da ist die Buche schon dick da und Gott sei Dank auch mit der Tanne, also das wäre jetzt da sozusagen aus meiner Sicht auch schon ein wunderbares Grün, da habe ich die Baumarten eben gerade wie vorher gesehen mit die Tiefwurzeln und die Resistenz haben, fit sind für die Zukunft. Das heißt, der Förster kann durch Lichtsteuerung, indem er irgendwas aufmacht, sozusagen eine Baumart fördern und der andere ein bisschen verdrängen. So, gibt es zu diesem Beispiel noch irgendwelche Fragen? Joy gerade. Keine Fragen im Chat. So, da la. Ja, dann schauen wir vielleicht zu die. Ja. Clemens, eine Frage gibt es. Sind Markierungen immer Zukunftsbäume? Nein, also Z-Zukunftsbäume heißt nur, das ist jetzt ein forstlicher Ausdruck, ein Z-Baum, den man stehen lassen will. Das kann sozusagen irgendeine Fichte, die ich haben will, dann auch. Also ist jetzt nicht der Zukunft im Sinne von für uns zukunftsfit, aber markiert in dem Fall mit der weißen Linie schon. Wir haben auch zum Beispiel Bäume, die ganz anders ausschauen, eine andere Funktion haben, sind gewählt markiert. Das wären dann sozusagen solche Biotopbäume, die wir uns auch selbst auferlegt haben, dass eine bestimmte Anzahl von, sage ich mal, aus forstlich-holztechnischer Sicht schierche Bäume, die aber für Fledermäuse und alles Mögliche was bringen, die man extra stehen lässt. Abholzige Bäume, also reine Biotopbäume. Also mit einem bestimmten Durchmesser, das waren. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber das wäre jetzt die Eichen, das sind so quasi die in Zukunft geerntet werden können. Die in Zukunft nutzen möchte, die markierten. Danke. Ja. Es ist ganz am Anfang ist nur die Frage aufgekommen im Chat, da hast du irgendwie gesagt, es gibt 65 Baumarten und da ist die Frage aufgekommen, ob Feld-, Spitz- und Bergahorn getrennt gezählt werden oder als eine Baumart gezählt wird. Nein, die werden schon getrennt, also das werden jetzt schon drei. Ja, von den Ulmen gibt's drei Baumarten. Also das ist, also wenn man von Baumart spricht, dann meint man schon die nicht nur Ahorn. Dann wäre dann Bergahorn, Feldahorn. Das ist auch das, warum ich mir persönlich im Wienerwald jetzt für die Zukunft keine Sorgen mache, weil ich ja allein alle drei Arten, nicht? Das kommt jetzt dann gleich in einen waldpädagogischen Spiel, was ich zeigen möchte oder was. Dass innerhalb von einem Quadratmeter im Wald alle drei Ahornarten vorkommen können, im Wienerwald eben. Das heißt, da habe ich wirklich eine breite Ausstattung und ist nur die Frage, wie man es eben auch zulässt sozusagen, dass man es ja nicht rauswirtschaftet. Früher hat man
Mein Opa hat noch gelernt, Unhölzer, da war die Birke noch Unholz, die Weiden auch Unholz, also so wie den Begriff Unkraut oder Unmensch hat es auch den forstlichen Ausdruck, der gelehrt wurde, Unhölzer geben. Nicht? Die Wirtschaftsbaumarten, die man haben will und die anderen. Dabei werden gerade die anderen wichtig für den Boden durch das Laub, was runterfällt und weil sie halt eine Vorstufe bilden. Also jede Art, die man im Endeffekt haben, bringt uns in Zukunft was. Dann ist noch eine Frage aufgekommen zum Eschensterben. Ja. Welcher Baum könnte die Esche ersetzen? Beziehungsweise wie weit ist da die Forschung? Also was mein Stand ist, dass die Esche Gott sei Dank, sage ich mal, jetzt massiv abgestorben ist, aber sie wird nicht aussterben. Also es gibt scheinbar genug, die immun sind, Gott sei Dank, also dass es immer irgendwelche gibt, die noch nicht infiziert worden sind, das ist klar irgendwo, aber mitten unter den ganzen Infizierten gibt es noch Gesunde. Also ersetzen, ja, in der Au sind es Erlenarten oder die Ulmen, die denen es schon wieder besser geht sozusagen, die hat ja auch das Ulmensterben gehabt. Ja, vom Holz her ist spannend, ja, weil das gerade für Sportgeräte und so, wer da die, über mal gehört, dass der Götterbaum von dem kann, aber da schreckt es mich selber ein bisschen davon ab, weil der ist ein recht invasive Ort, ja, also nicht so wie die Douglasie. Aber es gibt welche, die Götterbäume auch forstlich angepflanzt haben, weil angeblich das Holz ähnlich wie die Esche von den Eigenschaften ist, Biegefestigkeit und so weiter. Dann gibt es noch eine Frage oder eine Meinung, ob der Wolf den Wald schützt, indem es weniger Verbiss und anderen Schaden gibt und das gleichzusetzen ist mit weniger Arbeit und Chemie für Bauern und Förster. Also ob der Wolf den Wald schützt. Ja, also ich persönlich sage, ja schon, ich habe es auch persönlich gemerkt, nur an einem Waldstück, wo sehr viele Leute aus der Umgebung mit ihren Hunden reingehen, da ist ziemlich viel hochgekommen an von der Elsbeere bis zur Tanne. Nicht? Da ist die Beunruhigung durch die Hunde so groß offensichtlich, dass der Verbiss in dem Wald kein Problem ist. Ja. Aber der Wolf ist ein schwieriges Thema natürlich. Ne? In der Nähe dann Almwirtschaft und die Problemfelder, die er wieder hat. Ja. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist er einer jener, der Verbiss, die Bäume vor Verbiss schützt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dann ist noch eine Wortmeldung, dass der Götterbaum aufgrund der EU-Verordnung zu invasiven Arten nicht mehr ausgesetzt werden darf. Ah, sehr gut, ja. Also, dann sind wir froh, ja. Ja, das war's. Dankeschön. Ja, schauen wir mal auf die Zwischenzeit. Jetzt habe ich ein paar Methoden, die ich selber angewendet habe, um sage ich mal, zu versuchen, Schülern, Kindern irgendwie das Thema näher zu bringen, allgemein einmal die Stufigkeit. Und da habe ich vier Beispiele, Methoden zur Vermittlung. Wald, Bäume und Klimaveränderung. Eines ist eh der Klassiker, wie viele Bäume sind in unserer Mitte, dass man das, was wir jetzt vorher gesehen haben, an den Beispielen den Kindern zeigen kann, die Stufigkeit, was ist ein Baum. Dann ein Spiel heißt Tannen sind Schoko. Das ist eben zum Beispiel eher für also ab der dritten Klasse, die anderen drei spielende Aktionen werden schon von der ersten Volksschule weg möglich.
das Blindbaum-Tastspiel ist eh bekannt und Blätter, Früchte-Suchspiel. So. Wie viele Bäume sind in unserer Mitte des Büdel dazu? Ich würde lasse eine Klassengruppe einen Kreis machen und nimm mal ein, zwei normale ältere Bäume in die Mitte und frag dann ganz provokant, wie viele Bäume stehen in unserer Mitte. Und ja, normalerweise sagen die Kinder, ja, zwei, ganz klar. Und dann, naja, seid ihr jetzt auch Menschen, nur weil ihr klein seid oder wie oder was? Aha, okay, gibt's andere Bäume auch noch. Nicht nur alte, sondern auch junge. Und dann kann man schon drauf kommen, dass man 200-300 in einem Klassenkreis an Bäumen hat. Von einem Kämmling angefangen bis zu den ein, zwei, die ich halt im Kreis stehen lasse von 60-jährigen oder älteren Bäumen. Also das ist eine Aktion, die ich immer gern mache, auch mit Erwachsenen, um das zu veranschaulichen. Das kommt man dann natürlich auch dann hochrechnen, sogar mit Älteren dann auch, also wirklich eine Verjüngungsanalyse und so weiter machen. Aber das wäre mal, und die wichtigste Aussage aus dem Spiel wäre, nicht auf den Nachwuchs vergessen. Also mit so einem Verjüngungskreis, wie viele Bäume sind in unserer Mitte, kann ich veranschaulichen. Ja, dass es ein Bäume unterschiedlichen Alters gibt, vom Kämmling, vom Baby bis zur Omi oder Großtante, wie immer. Je mehr ich natürlich solche lustigen Wörter verwende, umso weniger trocken kann dann so ein Thema sein. Gibt es dazu Fragen vielleicht? Das ist eher ein Klassiker. Also einige Cornell-Aktionen von Joseph Cornell lassen sie gut anwenden. Und dann kann man natürlich auch fragen, ja, was glaubt ihr, wenn es jetzt wärmer wird, wem könnte es da besser gehen, rein vom Gefühl her, vom Laub her oder oder kommen wir dann zu einer anderen Aktion, wo das auch noch ganz gut rumkommt. Gibt es da schon Fragen dazu oder irgendwas? Nur das Lob, dass das ein gutes Beispiel ist oder eine tolle Aktion und die Frage, ob die Bundesforste unterschiedliche Workshops anbieten. Workshops, ich frage jetzt gerade eine Kollegin um Workshops, also wir haben unterschiedliche Exkursionen, Workshops, also die Waldpädagogik Österreich macht natürlich Workshops, also jetzt für Pädagoginnen oder allgemein? Das ist jetzt nur die Frage, auf Pädagoginnen bezogen, oder? Ja, also ich würde sagen, auf alle Altersstufen bezogen, auch in der Schule, für die Klassen, es geht um die Schulstufen, hier gibt es ja immer wieder auch so Pakete, oder? Ich weiß das nur, ich habe das einmal gehört, dass man hier verschiedene so Workshops und Pakete auch in Anspruch nehmen kann. Ja, also das für die Klassen sowieso. Ja. Wir haben auch schon mit Pädagoginnen, also ich habe einen Kindergarten, mit dem ich dann 10 Jahre was gemacht habe, jedes Jahr wieder eigentlich kennengelernt, indem die Kindergärtnerinnen selber mit mir mal rausmarschiert sind. Das war ja Kinder in Wien. Da bin ich nur mit Kindergärtnerinnen rausgegangen und da haben wir uns gerade so Sachen angeschaut, weil man dachte, jetzt zeige ich einen ein bisschen im Wald und wie wir uns mit den Kindern dann alleine rausmarschieren, wie ist das vielleicht ein bisschen mehr nicht Verständnis, das haben sie selber eh auch, aber vielleicht irgendwo die Angst nimmt, dass das ein bisschen auch herumkugeln im Gelände und so weiter. Aber im Endeffekt sind es dann die Kinder geworden, ne? Sind dann die Kindergruppen geblieben. Also bei uns funktioniert es so, dass man uns halt in unserem konkreten Fall anschreibt, aber kann ich glaube ich auch für alle Waldpädagogen Österreichs reden, die schnüren da unterschiedlichste Pakete. Also für Klassen, Mittelschule, Gymnasium, Volksschule bis eben zu Lehrerinnen selber im Zuge der Ausbildung oder Kindergärtnerinnen. Darf ich da kurz einwenden, bitte? Ja. In Niederösterreich gibt es ja die niederösterreichischen Waldjugendspiele. Das ist eine sehr gute Sache, wo die Kinder eben verschiedene Stationen haben und zum Wald so etwas beitragen und lernen, wo sie mit einer Broschüre vorbereitet werden, die wir bekommen immer. Kennen Sie das nicht? Ja, das ist auch ganz, ganz was Tolles. Das ist
quasi wettbewerbsartig das macht, gibt es in Wien genauso und auch in Niederösterreich. Und da ist es halt spannend, weil sie die Klassen dann vorbereiten auch sozusagen und schon so ein bisschen gemeinsam irgendwie schauen im Team, können wir einen Preis gewinnen und so weiter. Also das ist eine, ja. Also ich habe jetzt sicher nicht alle also im Kopf oder so, was da gibt. Ja. Aber die Waldjugendspiele sind was Tolles, ja. In Niederösterreich und in der Woche des Waldes wird da auch immer viel gemacht, ja. Im Juni ist das meistens. Waldjugendspiele sind nur für zweite Klasse, Mittelschule bzw. Gymnasium. Also nur nicht für Volksschule. Okay, danke für den Hinweis. Gerne. Okay. Zeigt jetzt noch wer auf oder? Nein, alles in Ordnung. Okay, sehr gut. Dann schauen wir weiter, bitte. So, das ist jetzt ein Spiel, das habe ich selber noch nicht so oft ausprobiert, weil es eben nicht eher ab der dritten Volksschule ist. Tannen sind Schoko. Das wäre eine Aktion. Was brauche ich dazu? Wie man sieht, schon vom Material her braucht man mehr Sachen. Vielleicht kurz umrissen. Ich verzaubere sozusagen, je nachdem wie heute die Klasse ist, ja, die Kinder in Rehe und in Bäumchen. Ja, also ungefähr 20%. Also wenn es jetzt 20 Kinder sind, dann habe ich vier Rehe. Und der Rest sind Bäume, und zwar Tannen, Buchen und Fichten. Also da will ich darauf hinaus, dass sozusagen nicht alle Baumarten gleich beliebt sind. Also der Zweck von dem Spiel ist, dass ich aufzeigen kann, hoppala, jetzt alles recht nett und schön, jetzt wissen wir, welche Baumarten waren die sturmfesteren und die tiefwurzelnderen, die resistenteren und so weiter für die Zukunft, aber eine Problematik kann der Verbiss sein. Das war eh vorher mit dem Wolf auch angesprochen. Ja. Habe ich dann sogar mir da notiert zu dem Spiel in der Abschlussbesprechungsrunde mit den Kindern, könnten auch dann die Kinder selber drauf kommen oder sagen, was ist, wenn der Wolf kommt, hilft der dann den Tannen? Und ja, dann kann man darüber diskutieren. Aber es ist halt die Frage, ob das überall dann möglich ist, dass der Wolf ein Helfer, ein Verjüngungshelfer ist gegenüber den Rehen und so weiter. Gibt ja dann auch noch Rötelmäuse und genügend andere. Ja, was gibt es zu dem Spülen und zu sagen? Also was ich vom Material her brauche, ist eben, dass ich meine Kinder dann markiert, dass wir alle wissen, wer jetzt Rehe ist. Ich teile halt ein paar Kinder in Rehe ein. Die anderen sind eben Tanne, Buche und Fichte. Da vielleicht ein laminiertes Tafel oder irgendwas, dass man es um ein Hals hängt. Im Winter, im Herbst ist vielleicht ganz nett, wenn man Sitzmatten mitnimmt, dass falls sich der eine oder andere Baum hinsetzt, ja, dass das nicht nass und grauselig ist. Dauer ist sicher ein bisschen länger, wenn man es nachher auch bespricht, das Ganze eben. Warum wird es verbissen? Was kann dagegen helfen? Was können wir dagegen tun? Das gemeinsame dann besprechen ist da ein wichtiger Part in dem Spiel. Und ja, ich störe mal die Bäume auf und jedes Kind bekommt jeder Baum, der, also sprich die anderen, in dem Fall jetzt 16 Kinder, kriegen eben die Tannen Schokolade, die Buchen kriegen zum Beispiel Kürbiskerne und die Fichten kriegen Zweigerl. Also man sieht schon. Ja. Dann schicke ich die Rehe durch, eine Minute lang, und lasse sie zwei Leckerbissen holen. Die Kinder halten die vier Leckerbissen in der Hand, also ein Tannenkind hat vier Schokoladestücke, eine Buche hat vier Kürbiskerne und eine Fichte hat vier Zweigerl so vor sich in der Hand. Also ich habe sozusagen mit den Kindern einen Mischwald aufgestellt, eh wie wir es vorher in den Büdeln haben oder da jetzt auch kurz sieht, da habe ich ja, die Buche
Fichte. Danach habe ich brav alle drei Baumarten da als Beispiel. Und genau, dann schicken wir mal die Rehe durch und die dürfen sich jetzt lecker, ganz bewusst, zwei Leckerbisse holen, die ihnen am besten schmecken. Werden dann in einer Schüssel, das sind wir mal drauf gekommen, ist gescheiter, wenn sie es abgeben, dass nicht irgendwelche verschwinden von den Leckerbissen. Also in einer Schüssel dann von den Rehen gebracht. Und das lasse ich noch vier Runden. Meistens habe ich einmal drei, nein, vier Runden lasse ich die Rehe durchsausen und dann beginnt es. Ja. Dann kontrolliere ich, wie viele Leckerbissen übergeblieben sind. Dann geben die Kinder die vier Leckerbissen noch in den Händen, haben zwei Arme hoch, die drei Leckerbissen geben einen Arm hoch. Die Kinder, die nur mehr einen Leckerbissen in der Hand haben, gehen in die Hocke und die gar keinen Leckerbissen mehr haben, sollten sich hinsetzen. Dann sieht man leider, also bis jetzt hat es funktioniert, wir haben einmal ein Glas gehabt, da war es so, dass das sehr soziale Kinder waren, die haben dann gesagt, na, die armen Tannen, jetzt essen wir nicht die ganze Schoko, und die haben dann auch plötzlich, haben dann auch gern Kürbiskerne genascht. Aber durchschnittlich funktioniert es, dass doch die Schoko beliebter ist, so wie in der Realität die Tanne dann verbissen wird. Ja, dann setzt man sich in einen Kreis zusammen und bespricht eben die ganze Thematik. Kommen alle wieder zusammen und eben, da kann der Wolf eben ein Thema sein. Zaun, sind auch schon mal Kinder draufgekommen, ja, warum zäunst du das alles nicht ein? Dann ist die Frage, ja, was hat der Zaun für Vor- und Nachteile, die ganzen Kosten. Ja, Kulturverjüngung, Naturverjüngung, wie man da teilweise gesehen hat, wenn das so wie die Eiche da vorher war, wenn ich jetzt das als Beispiel nehme, da sind eh so viele, dass da ruhig welche weggefressen werden kann. Also bei einer starken Naturverjüngung ist ja eigentlich gar kein Problem, wenn was rausgefressen wird. Ja. Also das alles kann man da bei diesem Spiel, Tannen sind Schoko, ausprobieren. Ich brauche natürlich die Schokolade, die Kürbiskerne, die Zweigerl, die Schnür, die Bildkarten, wie ich da stehen habe, zum Umhängen, zum Markieren. Für die Rehe brauche ich eigentlich nichts, sozusagen. Und ja, die Waldfläche selber, weil das hat auch mal beim Anfang bei mir nicht ganz funktioniert. Dann sind sie überall, dann haben sie den manche ein paar Mal versteckt und hat niemand gefunden oder so, dass ich mit den Rucksäcken von den Kindern oder irgendwie eine freie Fläche im Wald markiere. Ja. So kann man sozusagen auf irgendwie witzige Art und Weise auch diese spezielle Thematik mit Schülerinnen und Schülern austesten. Ja. Kann man natürlich abwandeln, wie man es braucht. Ja, es ist auch von jeder Gruppe anders. Gibt es deutsche Fragen dazu? Derzeit keine Fragen, du hast nur 10 Minuten. Dann schaue ich noch, dass ich meine zwei Beispiele, die ich noch habe, noch schnell unterbringe. Wie die Zeit vergeht. So. Eines meiner Lieblingsspiele ist das Blindbaumtasten, jetzt allgemein, und das habe ich auch schon verwendet für zu Themen, ja, Klimaerwärmung und so. Ich habe es einmal mit Erwachsenen ausprobiert und dann eben gefragt, wie könnt ihr euch vorstellen, also so quasi mit Augenbinde blind tastend, welcher Baum mehr Trockenheit aushält, wenn man da jetzt die glatte Rotbuche nimmt mit der rauen, dickeren Rinde von so einer Kiefer,
ist es sehr anschaulich. Und darum habe ich auch hingeschrieben, dass das eben auch ab dem Volksschulalter also, möglich ist, wie man es dann führt und auf jeden Fall baumblind tasten lassen und dann vielleicht kann ich ja sagen, ja, schaut vielleicht auf bestimmte Merkmale, das könnt ihr ja dann noch, dass nicht nur einfach ein nettes sinnliches Erlebnisspiel ist, wo wie Edo dazu geschrieben hat, der soziale Aspekt der Achtsamkeit, wenn ein Kind das andere führt, muss schon sehr aufpassen, dass der Blinde nicht stolpert etc. Also das ist der nette, der ganz tolle Nebeneffekt, aber bezogen auf den Klimawandel war es eben wirklich die Borke, die Rinde. Die dünne und helle Haut der Rotbuche im Vergleich eben zu einer rissigen, wie habe ich vorher schon mal gesagt, Zähreiche, die trockenresistenter ist als die anderen weichrindigeren, feinrindigeren Eichenarten. Ja. Und dass Bäume, kann man da auch erklären, dass Bäume sogar einen Sonnenbrand, einen Rindenbrand kriegen können, anhand am Beispiel der Rotbuche, ist auch interessant. Ja. Dann um allgemein die Artenvielfalt, weil wir haben ja gesprochen, ja, die Ahornarten nicht, sind da. Ich schaue gerade, der Spitzahorn, ist der dabei? Nein, der fällt da jetzt gerade. Aber ich habe ein Feldahorn und eine Baumart habe ich da dabei. Also das wäre jetzt das vierte Spiel. Ich habe ein Leintuch mit und lasse einfach die Leute, die Kinder, Früchte, Blätter, je nachdem, also Beweise von Baumarten, das können Blätter sein, das können Früchte, Zweigerl sein, sammeln. Ich kann bei so einem Suchspiel natürlich auch ganz konkret sagen, wenn das so quasi am Waldrand ist, sucht mir etwas Spitzes, etwas Dorniges, Stacheliges, weil dann kann ich zum Beispiel diese wertvollen Strauchorten auch bringen, die aufgrund ihres Charakters, dass sie strauchig, dornig sind, eben auch Hitze oder zumindest Trockenheit sehr tragend sind am Waldrand und in Zukunft was leisten werden können. Ne? Ja, da braucht es eigentlich am allerwenigsten, allein durch, dass man die Sachen gut sieht, sozusagen, ist dann ein automatischer Blickfang in ein weißes Leintuch oder so, wo es die Sachen hertragen. Das kann uns natürlich auch gleichzeitig laufend machen, wenn ich sage, ja bitte, wer findet was die anderen nicht finden, dann sausen die Kinder schon ungleich weiter in der Gegend herum und finden dann vielleicht eine Baumart, die mir selber gar nicht bewusst ist, dass da in so einem Waldstück vorkommt. Links oben gibt es die Elsbeere, das wäre auch eine wärmeliebende Baumart, eine wertvolle Obstbaumart, Wildobstbaumart, das was so ein bisschen wie ein Ahorn ausschaut auf dem Bild links oben. Eschenblattl ist da auch noch dabei, hoffentlich werden es wieder mehr. Ja, Haselnuss in der Mitte ist auch ganz, ganz wichtig, weil die einer der Sträucher ist oder Bäume, die sehr leicht zersetzbare Blätter haben, was wieder am Boden, was im Boden was bringen und anderen Baumarten helfen, indem sie Humus bilden. Darum sind auch viele Sträucher immer wichtig, was man früher übersehen hat. Vielleicht das abschließende Beispiel nur, ich habe auf einer Windwurffläche als 17-Jähriger brav gearbeitet, um auf einer Windwurffläche die gesetzten Fichten, hat man natürlich wieder Fichten gesetzt, ja, freizuschneiden. Die habe ich schön freischneiden, freigeschnitten, so eine klassische Kulturpflegearbeit. Und da habe ich, weil ich es halt damals schon gewusst habe, juhu, da steht ein Bergerhorn, ha, ein Salweide, ein Bäumkatzel, Baum und so weiter, nicht direkt neben der Zielortfichte, habe ich halt stehen lassen und das halt dort und da und ein paar Mal und habe dann damals einen Abzug bekommen, also weniger Geld zahlt gekriegt, weil ich halt das nicht sauber ausgeschnitten habe. Ja. Da bin ich vielleicht mit der kurzen Anekdote wieder dort bei dem lustigen Video, bei dem bohrischen Video von den Staatsforsten, ja, was man. Und
wichtig ist halt, dass wir alle da in die Richtung denken, dass das schon einen Sinn hat, auch wenn es andere Baumarten gibt, anderen und Straucharten, die dienen können. Und wenn es irgendwo auch einer Douglasie, sage ich jetzt ganz überspitzt, einer Douglasie helfen, wenn man die halt verkaufen will. Nicht? Aber eh wie es da war eine Birken dazwischen, wo man die jetzt nicht extra auch noch außerschnitt, dass sie dann den Rehen, die Schokolade, in dem Fall war es dann eine Douglasie, dann präsentieren, naja, was sollen sie dann fressen, wenn ich nur die eine Baumart dort stehen habe, was ist das dann? Ist das dann Schokobur am Präsentierteller und gar nichts anderes da? Das heißt, so schließe ich jetzt vielleicht für mich den Kreis mit dem letzten Spiel, mit dem Vergleich, mit dem lustigen Video, dass wir alle gemeinsam schauen, dass wir sozusagen die Vielfalt dann auch zulassen. Ja, die 10 Minuten, glaube ich, sind eh schon fast um, gell? Es waren nur 5 Minuten. Oh, sehr gut. Dann können wir es vielleicht nutzen, dass wir es gemeinsam im gemeinsamen Gespräch noch verbringen. Ja, genau. Ich habe ja noch ein letztes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung. Ich habe fast vergessen, dass ich in einer PowerPoint-Präsentation bin. Eine Folie war noch da. Es ist noch die Meldung im Chat gekommen, dass das alles gute Beispiele für eigentlich alle Schulstufen sind oder alle Altersstufen bis hin zu den Studierenden. Ja, stimmt. Also ich habe da die sage ich mal, die vielleicht kindisch wirkendsten Sachen auch gern mit barfuß. Man kann ja das Ganze dann auch noch steigern, wenn man es barfuß macht, weil da ist man noch achtsamer unterwegs und so. Auch schon mit sehr honorigen Erwachsenen gemacht, wo ich mir gedacht habe, puh, ich glaube, da habe ich mir jetzt 5 Fuß genommen oder irgendwie, aber das ist dann auch recht schön, wenn dann Erwachsene in dem Sinn wieder zu tapsenden Kindern werden, ne? Entsprechend mit einem entsprechend anderen Blick. Ja. Wenn es irgendwelche Fragen noch gibt, also auch Sachen, die ich nicht beantworten habe, können oder so, könnt ihr ja gern vielleicht eine Mail schicken, clemens.endlichkeit@bundesforste.at. Das sind oft ja Fragen, die mich selber auch sehr interessieren. So, zum Beispiel das mit dem Götterbaum habe ich jetzt noch gar nicht, ist mir entgangen, danke, habe ich auch was gelernt, dass der Götterbaum auf der EU, ich sage jetzt aus meiner persönlichen Sicht, Gott sei Dank auf der Liste ist. Auf der Watchlist, weil er so invasiv ist. Ja, du hast wahrscheinlich die Anwesenheitsliste nicht genau genug studiert. Du hast eine Spezialistin aus dem Land Niederösterreich vom Naturschutz dabei in deiner Gruppe. Super. Nein, ich habe mir gedacht, ich habe die ersten Namen gelesen und habe mir gedacht, puh, da sind ja richtige Spezialisten dabei. Ich höre jetzt auf mit der Liste zu lesen, sonst mache ich mich selber nervös. Nicht? Sonst frage ich mich, warum halte ich eigentlich das Webinar? Nicht? Weil du viel Erfahrung draußen hast, haben wir dich genommen. Ja. Aber nachdem ich jetzt da quasi gerade geoutet wurde, ergreife ich kurz das Wort, wenn das in Ordnung ist. Nur so allgemein, nur so in Richtung der Pädagoginnen und weil das aus meiner Sicht vielleicht bei dem Workshop jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, beim Wald der Zukunft. Man muss natürlich immer daran denken, es muss natürlich einerseits ein Wirtschaftswald weiterhin sein, weil eben viele Menschen in Österreich vom Wald und von der Waldwirtschaft abhängig sind. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, man darf natürlich nicht zu viele fremdländische Baumarten nutzen, weil es natürlich sehr viele Tierarten gibt, die direkt von verschiedenen Baumarten abhängig sind. Ich denke da jetzt an Spezialisten im Insektenbereich, Totholzkäfer, Schmetterlinge, wo die Raupen zum Beispiel von der Esche die Blätter unbedingt brauchen. Vielleicht, ich kann leider das Video nicht starten. Das wurde vom Host gestoppt. Ja. Ja, keiner kann das Video einschalten. Ich weiß nicht, irgendeine komische Einstellung hast du gemacht, lieber Clemens. Irgendwas habt ihr da eingeschüttet, dass wir keine Bilder, also dass wir, ja.
Ah, okay. Weil gerade die Kritik im Chat gekommen ist. Ja. Ich denke halt, also auf das ist auf jeden Fall zu achten und auch noch vielleicht so als Info in die Runde. Es gibt auch aktuell ein eigenes Projekt vom Bundesforschungsinstitut für Wald, wo es auch darum geht, ja, fremdländische Baumarten, klimafitte Wälder, welche Baumarten man nehmen kann, dass man eben gleichzeitig auch die Biodiversitätsfunktion, die relevanten Funktionen weitererhalten kann. Weil das natürlich was ist, was wichtig ist, damit eben die ganzen Systeme aufrecht bleiben können, auch in der Zukunft bei steigenden Temperaturen. Und ich denke, das ist jetzt so eigentlich im Workshop natürlich gar nicht vorkommen, das haben wir doch jetzt dafür die Chance. Ja, darum war ich froh, dass zumindest die Birken da dabei waren. Und in dem Beispiel mit der Douglase, was jetzt eine reine Wirtschaftsbaumart ist, oder die Kirschen, die da drinnen ist, nicht? Ja. Man sollte jetzt Videos starten können. Ja. Sollte jetzt umgestellt sein. Ja, habe ich auch gerade bemerkt. Funktioniert. Ja, Kollegin Demetz, danke für die Anmerkungen. War, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch aus diesem Blickwinkel betrachtet. Ja, es gibt so viele Experten. Danke schön, ja. Danke für den Hinweis, ja. Vielleicht auch noch kurze Info. Ich meine, es gibt jetzt noch einen weiteren Workshop, nutze invasive Arten auch, aber vielleicht sind ja einige Kolleginnen, die da jetzt anwesend sind, nicht dabei. Wenn grundsätzlich das Thema invasive Arten den einen oder die andere interessiert, es gibt eine ganz tolle Homepage vom Bund, also eigentlich vom Umweltbundesamt betrieben. Das ist neobiota-austria.at. Da findet man alle Infos zu gebietsfremden Arten, auch das mit dieser EU-Verordnung, welche Arten darauf jetzt gelistet sind, Bekämpfungsmaßnahmen etc. Also ich denke, falls da wer Interesse hat, einfach einmal reinschauen. Wir machen ja immer umfangreiche Nachlese. Danke auch für den Hinweis. Wir werden den Link da dazustellen. Ja. Und wir haben ja ein Webinar, wo es um invasive Arten geht. Da werden wir es auch dazu erstellen, dass das wirklich auch für alle einsichtig ist. Ja, da bin ich auch schon mal drüber gestolpert, diese super Seite. Ja. Sage ich der Agnes, danke. Bitte gerne. Ja, und ich glaube, bei den Waldpädagogen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Katharina Bancalari wollte zwar ursprünglich rein, ist aber jetzt, glaube ich, in ein anderes Seminar gegangen. Die Waldpädagogen, von denen weiß ich, dass sie wirklich sehr viel auch vermitteln, wie wichtig das es eben ist, auch den Wald dementsprechend richtig zu nutzen und dass das also einfach nicht zu kurz kommen darf. Und genau. Ich war ja erst vorige Woche, glaube ich, war Waldpädagogik Kongress in Niederösterreich und da ist das auch wieder thematisiert worden. Also es gibt erst, und die machen ja ganz viel mit den Schulen. Also ich glaube, das kommt nicht zu kurz, Gott sei Dank. Nein, da glaube ich, sind wir super aufgestellt, ja. Ja, gerade Niederösterreich ist ja, dort, also ich glaube, es gibt ganz viele Waldpädagogen und glaube, gut Ausgebildete und ich glaube, die machen da viel. Und die werden auch wirklich sehr, sehr gerne gebucht, Gott sei Dank. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Workshops eignen sich eigentlich für alle Altersstufen. Also ja. Gerne auf die Waldpädagogik-Seite schauen und einfach schauen, wer in der Umgebung tätig ist. Ja. Ich weiß jetzt noch gar nicht, habe ich da den Link? Ja, eben. Im Katalog gibt es eben auch viele Angebote. Habe ich reingeschrieben vorhin, wie ich das letzte Mal erinnern war. Ja, also ich glaube, Na, wenn man möchte, findet man wirklich sehr viel. Das ist das Schöne. Also Angebote gibt es wirklich in guter Qualität und in ausreichender Anzahl eigentlich schon. Ja. Na gut, ich glaube, jetzt haben wir es schon mit 15, 13. Gell? Ja. Müssen wir in die Pause entlassen, glaube ich, habe ich die Order bekommen. Gell? So ist es. Du musst dich jetzt wieder regenerieren. Ah ja, genau, sollte schneller Wasser trinken. Gell? Bald geht